seid ihr, Nathalie und Tiffany? Ja. Es ist aber nett, dass ihr kommt. Herzlich willkommen. Schaut euch ruhig um. Guck mal hier, die ganzen Wappen von den Familien. Sehr interessant. Blumen stehen für Liebe, die Krone stehen für Freundschaft, glaube ich. Und wenn man irgendein wildes Tier ist, dann steht das, dass man Leute andere Leute halt schnell angreift. Und das weiß ich auch nicht. Warum sind denn da oben solche Laternen? Ich glaube, dass mir das irgendjemand erzählt hatte. Ich glaube, das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Dass wenn die Lampe an ist, dass die da drin wohnt, also die Konventualin, die da drin wohnt, dass sie dann zu Hause ist. Und ja, wenn das nicht aus ist, will sie nicht gestört werden. Monsterie, anno 1980. Wow. Ich glaube, das ist der das Kloster gebaut hat. Oh, schau mal, das hier ist der Tisten drin. Auto stecken geblieben und hat gesagt, wenn ich hier wieder lebend rauskomme, dann baue ich genau hier ein Kloster. Und naja, ne? Scheinbar ist er dann ja rausgekommen. Fertig, los. Guck dir mal die ganzen Perlen an. Oh. Glaubst du, das sind Süßwasserperlen? Ja, du hast recht. Diese wurden früher nur in der Lüneburger Heide gebildet. Ist eine bestimmte Muschel, oder nicht? Diese gibt es heutzutage gar nicht mehr, denn die Muscheln, die sind leider, gibt es hier nicht mehr. Die sind leider ausgestorben hier. Diese Perlen sind ganz weich. Bestimmt. Ja, wir haben, hat das Kloster seine alten Damen begraben, wenn sie gestorben sind. Übrigens, die Damen in den Klöstern werden sehr, sehr alt. Und kommt mal ein bisschen mit. Wir gehen ein Stückchen jetzt hier rein.
wenn ihr euch umdreht, komm mal mit deinem Apparat näher und jetzt drehst du dich um und jetzt fotografierst du mal die Wand. Dort haben wir die großen Grabsteine der adligen Frauen angelegt. Die standen früher hier, aber die waren so wackelig, sodass man sie an die Wand gestellt hat. Das sind die ganz großen Namen. Wenn ihr die Bilder in der Kapelle gesehen habt, Frau von Omtida zum Beispiel, die liegen hier alle hier unten. Und dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier sind die Grabsteine, hier sind die Kreuze. Und wenn man eben weitergeht, dann kann man die alten Gräber noch sehen. Heute darf man hier nicht mehr beerdigen. Warum eigentlich nicht? Ja, es ist verboten worden vor 150 Jahren, weil das Grundwasser hier so hoch steht. Das war, glaube ich, 75 Zentimeter. Und stellt euch die Särge vor, wenn das Wasser kommt, dann schwimmen die. Und deswegen hat man das verboten. Es ist ein Grundwasserschutz. Und jetzt haben wir einen Friedhof, einen abgeteilten, auf dem großen Stadtfriedhof. Und dort finden dann die Beerdigung statt. Aber es ist ein ganz schöner Ort. Ruhig und friedlich. Und vor allen Dingen, dreht euch mal um und guckt mal hoch. Schaut euch mal diesen Baum an. Irre, nicht? Eine große Blutgrube. Und wenn es stürmt hier, wenn so richtig der Sturm kommt, dann wäre es ein bisschen schief. Dann stehen wir hier und gucken und überlegen, wann er uns irgendwann mal aufs Dach fällt. Und da seht ihr auch die Kapelle. Und wenn du ein Stückchen höher gehst, ist der Turm. Und ich weiß nicht, ob man euch erzählt hat, dieser Turm heißt Dachreiter. Wieso? Weil er, ja, warum? Weil er auf dem Dach reitet. Nicht, er sitzt auf dem Dach. Ein Kloster hat nie einen eigenen Glockenturm, sondern immer oben. So einen Turm auf der Kapelle. Und das ist, wie gesagt, der sogenannte, heißt überall Dachreiter. Und da ist die Klosterglocke. Die Klosterglocke läutet nicht wie die Kirchenglocke zu allen Stunden, sondern sie läutet nur zu besonderen Momenten.